Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die muntere Debatte des heutigen Vormittags zeigt, dass in den letzten Tagen offenkundig ein bisschen was in Bewegung gekommen ist. Selbst der Minister ist aktiv geworden. Manche sagen, er ist aufgewacht. Wie wir gemerkt haben an der heutigen Rede zur Beantwortung der Frage des Kollegen Degen, bin ich gespannt, was nachher denn dann noch kommen kann von dem Minister. Aber ich will gerne noch einige Themen ansprechen, über die wir uns dann unterhalten können. Ich schicke vorab, nachdem Sie sich absichtlich über geraume Zeit blind gestellt hatten, scheint Ihre Arbeitsverweigerung jetzt langsam zu Ende zu gehen. Angesichts der vorgestellten Zahlen ist das auch allerhöchste Zeit, die angekündigte Prüfung, inwieweit der Ausbau der Datenbasis zu ausgefallenen Schulstunden erfolgen kann. Ist mir allerdings ein bisschen zu wenig. Ich werde das im Einzelnen noch ausführen. Aber wir machen das schön der Reihe nach. Der Anlass nach dem jahrelangen Schweigen der Auskunftsverweigerung des Ministeriums zur tatsächlichen Situation an unseren Schulen nahm ein Ende dadurch, dass die Landesschülervertretung gesagt hat, es reicht jetzt. Es reicht jetzt, wir müssen das mal selbst in die Hand nehmen, was der Minister nicht fertigbringt. Das Ergebnis, Zitat, Umfrage entlarvt Aussagen von Alexander Lorz als falsch, ist in der Tat bemerkenswert. Und es hat ja auch dazu geführt, dass Sie wach geworden sind, wie diese Debatte auch heute zeigt. Die Landesschülervertretung hat einfach einmal eine Stichprobe gemacht, ganz unbürokratisch herumgefragt und festgestellt, an dem Tag der Umfrage an 97 Schulen 1.605 Stunden Unterrichtsausfall. Wenn man das einmal ganz grob hochrechnet, kommt man auf 16.480 ausfallende Schulstunden am Tag. Es ist völlig egal, meine Damen und Herren, ob das halb so viel sind oder doppelt so viel im Durchschnitt, sondern die Tatsache dieser großen Zahl ist das Bemerkenswerte. Herr Minister, ich muss schon sagen, es ist blamabel. Es ist schlicht blamabel, dass die Landesschülervertretung in kürzester Frist schafft, was Sie mit Ihrer aufgeblähten Verwaltung über Monate und Jahre nicht fertigbringen. Lieber Herr Boddenberg, es kann nicht sein, dass tagtäglich tausende Unterrichtsstunden ausfallen, einerseits, und andererseits die Landesregierung behauptet, die Schulen hätten eine hundertprozentige Unterrichtsabdeckung. Die Stichprobe der Landesschülervertretung zeigt nur eine Tendenz. Ich hatte das schon gesagt, man muss sie nicht verallgemeinern, aber ein erneutes Wegducken ist auf jeden Fall grob fahrlässig. Die nunmehr angekündigte Prüfung zur Möglichkeit der Erfassung von Krankheitstagen und Unterrichtsausfall klingt nach einem Manöver, um sich über die Landtagswahl zu retten und Betriebsamkeit vorzutäuschen. Kollege Degen hat schon darauf verwiesen, und da reden wir nicht über die Frage, wie Unterrichtsabdeckung und Lehrerversorgung in anderen Ländern ist, sondern wie andere Länder sich den Problemen stellen und einfach einmal zur Kenntnis nehmen, was dort los ist. Ich will das nicht wiederholen. Warum diese Abfragen mit der viel gepriesenen LUSD in Hessen nicht möglich sein sollen, erschließt sich nicht und belegt vielmehr diesen Kurs der Landesregierung nach dem Motto nichts sehen, nichts hören, nichts sagen. Wir Freien Demokraten fordern Sie auf, die 105-prozentige Lehrerversorgung aufrechtzuerhalten und sich nicht hinter gewollter Ahnungslosigkeit zu verstecken. Denn das geht zulasten der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir dann semantische Ausflüchte wie am heutigen Vormittag hören, tut mir leid, aber da fällt mir wirklich nur der Begriff Eiertanz ein. Es gibt keinen strukturellen Unterrichtsausfall. Herr Minister, darüber haben wir hier doch gar nicht debattiert. Darüber redet kein Mensch. Wir haben in der Tat eine gute Lehrerversorgung. Wir haben mehr Lehrer bezogen auf die Schülerzahl als je. Es ändert aber doch nichts an dem Faktum, dass Unterricht ausfällt in diesem Land. Und das ist der entscheidende Punkt. Herr Kollege Schwarz, ich freue mich auf Ihre Kollege Greilich, gestatten Sie? Nein. Kann er anschließend machen. Ich bin auch knapp mit der Zeit, und Sie haben Ihre ja schon ausreichend überzogen. Herr Kollege Wagner, ich muss Ihnen zugestehen, Sie haben wenigstens eingeräumt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt im Lande Hessen. Herr Kollege Schwarz hat in seinen ausführlichen Worten das natürlich alles wieder weggeleugnet, genau wie der Kultusminister ja sich immer wieder vorsätzlich blind stellt. Ich will mal ein bisschen
aufzeigen, wie das in der Vergangenheit lief. Kollege Degen hat schon das eine oder andere zitiert. Ich hatte eine Kleine Anfrage gestellt am 11. Mai 2017 betreffend Unterrichtsausfall und Vertretung. Die Antwort des Kultusministers, kurz zusammengefasst, die war in der Tat sehr kurz, aber ich nehme nur den entscheidenden Satz. Daten zum Unterrichtsausfall und zur Unterrichtsvertretung werden zentral erfasst, nicht zentral erfasst. Eine Beantwortung der Fragestellung der vorliegenden Kleinen Anfrage würde dementsprechend eine Abfrage der benötigten Informationen bei den einzelnen Schulen erforderlich machen. Der erforderliche Verwaltungsaufwand übersteigt in hohem Maße die Vorgaben für eine Kleine Anfrage. Okay, dann muss man halt eine große Anfrage machen, haben wir uns gedacht, haben die eingereicht. Jetzt liegt ja die Antwort auch vor, die wir demnächst besprechen wollen. Aber am heutigen Tage muss man schon einmal zitieren, was in dieser Anfrage in Einzelteilen drinsteht. Die gängigen Stundenplanprogramme bieten keine entsprechenden nach Fächern und Schulformen differenzierten Auswertungen an. Herr Minister, das ist schlicht falsch. Das ist schlicht falsch. Es liegt am Bediener wieder, was man damit machen kann. Es geht auch anders. Offenkundig sind Sie selbst nicht in der Lage, die Möglichkeiten zu nutzen, die Ihnen die vorhandenen Programme bieten. Und wenn tatsächlich auch einzelne Schulen das nicht leisten könnten, offenkundig lassen Sie auch die Lehrerinnen und Lehrer, die vor Ort die Programme nutzen, nicht die notwendige Schulung zuteilwerden, die zur optimalen Nutzung erforderlich wäre. Weiter ein schöner Satz aus Ihrer Antwort auf die Große Anfrage. Zentral gespeicherte Daten zu den Abwesenheitszeiten und Abwesenheitsgründen von Lehrkräften liegen nicht vor. Herr Minister, auch das ist schlicht falsch. Auch Herr Staatssekretär wird Ihnen das bestätigen. Wie Sie wissen sollten, werden die Abwesenheitszeiten von jeder Schule gegliedert gemeldet. Natürlich im Zeitalter der Digitalisierung, das Sie ja vorsätzlich verschlafen, in Papierform. Da, Herr Minister, liegt das Problem. Wegen altertümlicher Methoden der Meldung sind die Daten nicht elektronisch auswertbar. Sie belasten die Schulen mit Bürokratie und Berichtspflichten, aber dann nutzen sie die Ergebnisse nicht, sondern verfahren nach dem überholten Verwaltungsprinzip des vorletzten Jahrhunderts: knicken, lochen, heften. In Ihrer Antwort schreiben Sie, es erfolgt keine statistische Auswertung der Daten. Ja, genau, es erfolgt keine statistische Auswertung der vorhandenen Daten, hätten Sie richtigerweise sagen sollen. Dann wäre der Offenbarungseid deutlich geworden. Sehr geehrte Damen und Herren, in aller Kürze zu den beiden vorliegenden Anträgen. Der Antrag der Fraktion der SPD hätte auch von uns kommen können. Da ist alles richtig, was da drin steht. Da ist nichts falsch. Es gefällt Ihnen nicht, Herr Kollege Schwarz. Das verstehe ich gut. Aber Sie werden verstehen, man kann der Wahrheit nicht entfleuchen, auf Dauer jedenfalls nicht. Ein bisschen was anderes gilt für den Antrag der Fraktion der LINKEN. Da wird wieder gefordert, umfassende Bedarfsanalysen, Anschluss an die Studie, einen Aktionsplan und. Dann wollen Sie auch noch die Gesundheitsstände der einzelnen Lehrer erfassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist mit uns nicht zu machen. Wir glauben nicht, dass man die Gesundheitsstände der einzelnen Lehrer erfassen muss. Wir wollen, dass der Unterrichtsausfall erfasst wird und dass wir uns dann mit diesen Daten beschäftigen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will das zum Abschluss und zusammenfassend sagen. Ich bin zum Glück nicht Andrea Nahles. Deswegen verschone ich Sie vor einer missglückten Gesangseinlage. Aber der von ihr vor einigen Jahren im Bundestag gezogene Vergleich zu Pippi Langstrumpfs Motto passt jedenfalls auf das, was diese Koalition hier bietet, was der Kultusminister in einem langwierigen Pressefrühstück den erstaunten Journalisten weismachen wollte. Man kann das zusammenfassen wie Pippi Langstrumpf: Witte, Witte, Witt und drei macht Neune. Ich mache mir die Welt, Witte, Witte, wie sie mir gefällt. Nein, Herr Minister, Witte, Witte, Witt ist nicht gleich sechs. Und objektiv vorhandener Unterrichtsausfall wird auch durch noch so wortreiche Zahlenspiele nicht beseitigt. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Lorz. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin, abgesehen von den unerwarteten Gesangseinlagen des Abg. Greilich, für diese Debatte insofern dankbar,
weil sie mir die Gelegenheit gibt, ein paar Dinge klar und auch richtig zu stellen, die in den Diskussionen der vergangenen Tage und Wochen durcheinander geraten sind. Wovon reden wir denn zunächst einmal, wenn wir von Unterrichtsausfall reden? Wovon haben wir denn hier zuletzt geredet, als wir über die Frage der Existenz von Statistiken gestritten haben? Wir haben über Unterrichtsabdeckung geredet, meine Damen und Herren, also von der Frage der strukturellen Gewährleistung von Unterricht. Wir reden von der Abdeckung der Stundentafel und davon, dass dafür die Lehrkräfte zur Verfügung stehen müssen. Und da gebe ich dem Abgeordneten Degen sogar recht. Das ist die Kernaufgabe des Kultusministeriums und letztlich der gesamten Bildungsverwaltung. Und dafür unternehmen wir auch alle Anstrengungen, gerade auch im Bereich der Lehrkräftegewinnung in nicht einfachen Zeiten, was die Lehrkräfteversorgung anbetrifft. Darüber haben wir auch schon mehrfach debattiert. Und wir haben auch Erfolg damit, meine Damen und Herren. Denn es gibt in Hessen keinen strukturellen Unterrichtsausfall. Und um nichts anderes ging es in der letzten Debatte. Und darauf lege ich auch weiterhin Wert. Die Schulen haben deutlich mehr Lehrkräfte zur Verfügung, wirklich auch Lehrkräfte, Stellen sowieso, Geld sowieso, aber auch deutlich mehr Lehrkräfte, als erforderlich wäre, um alle Unterrichtsstunden nach der Stundentafel zu halten. Und das hat natürlich etwas mit unseren Stellenzuweisungen zu tun. Es hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir weit über das hinausgehen, was für die bloße Grundunterrichtsversorgung, also für den Pflichtunterricht nach Stundentafel benötigt würde. Das sind ja nicht nur die 105% im Landesschnitt, die es sonst nirgendwo in Deutschland gibt. Das sind auch unsere ganzen Extrazuweisungen für den Ganztag, für Integration und Sprachförderung, für Inklusion, für die sozial indizierte Lehrerzuweisung, für die sozialpädagogische Unterstützung und. Der Abgeordnete Wagner hat das völlig zu Recht als beispielhaft und als einzigartig in Deutschland bezeichnet. Wenn Sie das alles zusammenrechnen, meine Damen und Herren, dann kommen Sie im Schnitt der hessischen Schulen sogar auf eine Lehrerzuweisung von 128%. Das heißt, wir liegen mit den Stellen, die wir zuweisen, mit den Stellen, mit dem Geld, die wir zuweisen, wir liegen weit über dem, was zur Abdeckung des Pflichtunterrichts erforderlich wäre. Deswegen ist trotz aller Engpässe in der Lehrerversorgung die Abdeckung des Pflichtunterrichts auch kein Problem. Also, Herr Rudolph, hören Sie mir doch einfach weiter zu. Es geht doch im Moment einfach nur darum, das Problem abzuschichten und da zu verorten oder die Fragestellung da zu verorten, wo sie hingehört. Denn wovon hier in Wirklichkeit geredet wird, meine Damen und Herren, wovon hier in Wirklichkeit geredet wird, ist ausschließlich der Vertretungsfall. Wir diskutieren im Moment ausschließlich über den Vertretungsfall. Das heißt, wir diskutieren darüber, was passiert, wenn der real existierende Lehrer, der im Regelfall die Stunde hält, sie einmal ausnahmsweise nicht halten kann. Und deswegen stimmt natürlich auch der Satz, in Hessen fällt im Regelfall kein Unterricht aus. Und das belegt interessanterweise gerade die Aktion der Landesschülervertretung dazu. Denn was haben Sie gemacht, meine Damen und Herren? Sie haben Vertretungspläne abfotografiert. Vertreten werden, meine Damen und Herren, kann aber schon sach- und sprachlogisch nur etwas, was im Regelfall stattfindet. Denn wenn es nicht stattfinden würde, könnte ich auch keine Vertretung dafür einrichten. Also, der Unterricht ist abgedeckt, und wir reden von dem Ausnahmefall. Wir reden vom Ausnahmefall der Vertretung. Dazu will ich jetzt auch zunächst eines klarstellen, weil ich den in dem Antrag der SPD geäußerten Vorwurf der Täuschung schon mit aller Entschiedenheit zurückweise. Selbstverständlich werden auch in Hessen Lehrer krank und Lehrerinnen schwanger. Und dadurch entstehen täglich Vertretungsnotwendigkeiten. Ja, ich müsste ja von Sinnen sein, das zu bestreiten. Ich füge auch noch einen Satz hinzu, den der Abgeordnete Merz gestern gesagt hat in der Diskussion über die Enquetekommission. Schule ist mehr als Unterricht. Und deswegen gehören auch Studienfahrten, Exkursionen zu außerschulischen Lernorten, Prüfungen, Projektwochen, gemeinsame pädagogische Arbeiten, alles dazu. Das will doch auch niemand mehr abschaffen, oder? Deswegen muss ich jetzt schon einmal den plakativen Satz des Abgeordneten Degen hinterfragen. Das klingt ja wunderschön, die Stunden, die wir zuweisen, die müssen auch ankommen. Ja, aber die Stunde, die ich einem kranken Lehrer zugewiesen habe, die kann in dem Moment, wo er krank ist, nicht ankommen. Ich kann ihn doch nicht in die Schule prügeln. Was ist denn das für eine Vorstellung, die hier herrscht? Ja, aber mit solchen Sätzen wird hier versucht, Stimmung zu machen. Und was ist denn mit den Exkursionen, den Klassenfahrten usw.?
jede Lehrkraft, die das mit einer Klasse macht, fehlt natürlich an dem Tag in ihren anderen Klassen. Das ist völlig unvermeidlich, und dann muss vertreten werden. Wenn ich sage, die Stunde, die ich dazugewiesen habe, die muss auch genau in dem Unterricht ankommen, davon darf es keine Ausnahme geben, weil es keine Vertretungsnotwendigkeiten mehr geben kann, dann muss ich im Prinzip alle diese Aktionen sein lassen. Dann muss ich im Prinzip sagen, vielleicht nur vom Fall der Krankheit abgesehen, dass die Lehrkraft den Unterricht hält im Klassenraum. Das ist das alles Entscheidende. Und alles andere, was zum Schulprogramm gehört, das streichen wir eben einfach. Nur so könnte ich es vermeiden, dass Vertretungsnotwendigkeiten, wie gesagt, vom Sonderfall Krankheit abgesehen, entstehen. Wenn wir uns darüber zumindest schon einmal einig sind, dass wir hier vom Vertretungsfall reden und dass wir die grundsätzliche Notwendigkeit von Vertretungen anerkennen, dann könnten wir gerne weiter darüber reden, wie diese Vertretung im Einzelfall gestaltet wird. Jetzt muss ich natürlich schon sagen, ich meine, dass ausgerechnet die SPD daraus ein Thema zu machen versucht, das ist jetzt schon mehr als pharisäerhaft. Wie war das denn zu den Zeiten, als hier noch SPD-Kultusminister regierten? Da reicht es ja schon regulär nicht zur Abdeckung der Stundentafel. Und von substanziellen Vertretungslösungen konnte man nicht einmal im Ansatz sprechen. Ich bin doch hier zur Schule gegangen in dieser Zeit. Da war der Stundenausfall programmiert, meine Damen und Herren. Wir haben den Schulen überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, sinnvolle Kolleginnen und Kollegen, bitte in der ersten Bank keine Zwiegespräche. Wir haben den Schulen überhaupt erst die Möglichkeit gegeben, sinnvolle Vertretungskonzepte zu entwickeln, weil wir ihnen überhaupt erst die Ressourcen gegeben haben, mit denen man solche Konzepte erstellen kann. Wir haben überhaupt erst die verlässliche Schulzeit eingeführt. Wir halten eine mobile Vertretungsreserve vor, wie es in diesem Umfang noch nicht gab. Aber eines müssen wir auch ins Reich der Illusionen verweisen. Man kann nicht für jede Lehrkraft eine zweite im Hintergrund bereithalten, sozusagen als Schattenkollegium, und die dann einfach bei Bedarf nach Belieben einwechseln. Nein, das kriegen auch wir nicht hin, meine Damen und Herren. Das müssen wir zugeben. Und deswegen geht es doch ausschließlich darum, meine Damen und Herren, wie man im Falle des punktuellen Ausfalls einer Lehrkraft die Unterrichtszeit pädagogisch sinnvoll ausfüllt. Und dafür sind nicht irgendwelche Statistiken entscheidend, auch wenn die Opposition das im Moment zum zentralen Thema der Kultuspolitik zu erklären versucht, sondern es ist das entscheidend, was geschieht vor Ort in den Schulen, denn auch nur dort können Vertretungen sinnvoll organisiert werden. Und da komme ich jetzt noch einmal zurück auf die Diskussion, die wir eben schon ansatzweise bei der mündlichen Frage hatten. Natürlich geschieht solch eine pädagogische sinnvolle Ausfüllung von Unterrichtszeit, auch wenn eine andere Lehrkraft die Klasse übernimmt. Idealerweise natürlich eine, die die Klasse sowieso schon hat und dann in ihrem Fach weiter unterrichtet. Aber das kann man halt auch nicht immer gewährleisten. Bei planbaren Abwesenheiten, Exkursionen etc. geschieht es, indem die Lehrkraft Materialien und Aufgaben zur Verfügung stellt, mit deren Hilfe man die Unterrichtsinhalte weiter bearbeiten kann. Das funktioniert auch bis zu einem gewissen Grad bei Erkrankungen in der gymnasialen Oberstufe sowieso. Wenn es länger dauert, kommt die mobile Vertretungsreserve zum Einsatz. Wenn das nicht hilft, stellen wir TVH-Kräfte ein. Das ist doch ein abgestimmtes System von Reaktionsmöglichkeiten, mit denen man auf die Vertretungsnotwendigkeiten reagiert, die, und das hoffe ich, dass das hier niemand bestreiten wird, die einfach zur Schulorganisation zwangsläufig und unvermeidlich dazugehören. Und jetzt muss ich noch etwas sagen, meine Damen und Herren. Das ist doch absolut nichts Neues. Das weiß jeder, der mit schulischer Organisation zu tun hat. Das ist doch absolut transparent. Und wir haben die beste Vertretungsausstattung, die es je in Hessen gab. Wir geben 225 Millionen € im Jahr dafür aus, dass Vertretung auch wirklich gewährleistet wird. Und speziell an die Adresse der FDP darf ich schon auch noch sagen, wir spielen genau nach denselben Regeln wie in der vergangenen Legislaturperiode unter zwei FDP-Ministerinnen. Da hat sich nichts verändert. Jetzt können wir gerne über diese Regeln und ihre Einhaltung diskutieren. Ich habe gestern in der Debatte zur Enquete-Kommission gesagt, es gibt nichts im Bildungssystem, was man nicht noch besser machen könnte. Ich bin dankbar für alle Ideen und Anregungen, und ich bin auch gesprächsbereit für alles, was man in dieser Hinsicht unternehmen kann. Ich habe auch der Landesschülervertretung gestern im Gespräch angeboten, dass wir uns die Vertretungspläne, die Sie abfotografiert haben, von den Schulen gemeinsam mit unseren Fachleuten anschauen, dass sie mal analysieren auf mögliche Schwachstellen, auf mögliche Optimierungsmöglichkeiten. Das können wir alles machen. Aber eines will ich dann schon auch noch abschließend klarstellen. Wenn ein Regelwerk wie das, was wir haben für Vertretungsfälle, seit vielen Jahren existiert, allgemein bekannt ist, von allen Beteiligten in Schule im Kern unbeanstandet bleibt und auch die Opposition hier in diesem Hause das nicht wirklich angegriffen hat, denn Sie hätten ja z.B. bei der Schulgesetznovelle letztes Jahr hätten Sie einen Antrag darauf stellen können, dass Sie die Regelungen zur verlässlichen Schulzeit anders fassen. Da kann ich mich aber nicht daran erinnern, dass Sie das getan hätten. Und wenn dann die Opposition sechs Monate vor der Landtagswahl plötzlich entdeckt, dass das alles eigentlich ein Skandal ist,
dann, glaube ich, kann jeder, der ein bisschen hier die Mosaiksteine zusammenfügt, sich zusammenreimen, dass das nichts weiter als der Versuch ist, aus nichts ein Wahlkampfthema zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster spricht Kollege Degen, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zu Anfang meines zweiten Beitrags mich ausdrücklich einfach noch einmal bei der Landesschülervertretung bedanken für ihr Engagement, weil sie eben nicht einfach sagen, juhu, da fällt Unterricht aus, sondern durchaus ernst nehmen, dass es da um die Zukunft der jungen Leute geht, um die Interessen der jungen Leute, die einen Anspruch auf diesen Unterricht haben. Und auch wenn diese jungen Leute parteipolitisch organisiert sind in unterschiedlichen Parteien, dann ist das toll, meine Damen und Herren, dass sich junge Leute einbringen. Dass diese jungen Leute sich einbringen. Und, Herr Kultusminister, ich schätze es auch sehr, dass Sie gestern gesagt haben, Sie gehen noch einmal auf diese jungen Leute zu, schauen sich diese Abfrage der Vertretungsbildung noch einmal an, weil das, denke ich, gebührt der Respekt. Leider hat der Kollege Schwarz das offenbar nicht mitbekommen, weil er gerade explizit den Sprecher der Landesschülervertretung beschimpft hat, nach dem Motto, er würde parteipolitisch agieren. Meine Damen und Herren, das ist unterirdisch, das geht so nicht, und das muss man ausdrücklich hier zurückweisen. Ich will mit Blick auf die Meldung der Landesschülervertretung noch einmal darauf hinweisen, dass es an einem Tag im April keine Krippe ging, dass es um 1.605 Stunden an 97 Schulen ging, die dokumentiert wurden, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, noch einmal um fast die gleiche Summe an Stunden, die vertreten wurden. Natürlich, Herr Kultusminister, muss man auch über Vertretungskonzepte reden, denn die Schülerbefragung hat ergeben, dass ein Großteil der jungen Leute der Ansicht ist, dass dieser Vertretungsunterricht nicht wirklich effektiv ist. Auch darüber muss man noch reden, meine Damen und Herren. Ich stelle einmal fest, dass die CDU nach wie vor in den 90er Jahren stecken geblieben ist. Ich will mich da jetzt keineswegs irgendwie in den Vordergrund drängen, aber ich habe 1999 Abitur gemacht. Ich glaube, ich beherrsche die Grundrechenarten trotzdem so gut, dass ich merke, dass hier Unterrichtsausfall vorliegt und dass man hier nichts wegdebattieren kann, meine Damen und Herren. Und Sie zeigen es ja nach wie vor, dass Sie offenbar selbst keine eigenen Ideen haben, als uns mit Zahlen, die 20 Jahre und mehr alt sind, zu beschimpfen, meine Damen und Herren. Ich will ausdrücklich mich beim Kollegen Wagner Kollege bedanken. Kollege Degen, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ich habe jetzt nur noch 2,5 Minuten. Jetzt möchte ich auch gerne einmal zu Ende reden. Meine Damen und Herren, ich will mich ausdrücklich beim Kollegen Wagner noch einmal bedanken, dass er zumindest in der ersten Hälfte seines Beitrags sehr viel differenzierter auf die Sachlage eingegangen ist und anerkennt, dass nicht alles so rosarot ist, wie manche es darstellen, Herr Kollege Wagner. Ich kann auch verstehen, dass wahrscheinlich die GRÜNEN selbst damals beim Bildungsgipfel nicht wirklich amused waren, dass der Landesgroßvater am Ende gesagt hat, dass er sich keinen Millimeter auf die Sozialdemokraten zubewegen wird und damit auch jede mögliche Einigung am Ende verhindert hat, meine Damen und Herren. Ich muss aber auch, Herr Kollege Wagner, noch einmal im Rahmen der konstruktiven Debatte auch zwei Dinge richtigstellen. Erstens einmal, die Abfrage der Landesschülervertretung bezog sich auf weiterführende Schulen. Die haben sich beteiligt. Da waren keine Grund- und keine Förderschulen dabei. Es ging da nicht um den akuten Lehrermangel an Grund- und Förderschulen. Es ging um weiterführende Schulen, wo durchaus ausreichend Lehrkräfte da sein sollten, zumindest wenn man Stellen schafft, sie auch einstellen könnte. Dementsprechend weise ich ausdrücklich zurück, dass Sie hier zwei Debatten miteinander vermischen. Das andere ist, Sie haben ja noch einmal darauf hingewiesen, dass durchaus Potenzial auch ist, wenn es um Lehrermangel geht, bei Teilzeitlehrkräften. Ich will aber daran erinnern, dass es die Sozialdemokraten waren, die in einer Kleinen Anfrage diesen Brief initiiert haben, den der Kultusminister geschrieben hat. Dementsprechend danke ich mich mal für Ihr Lob, für unsere Kreativität, wobei ich weiß, dass die meisten Menschen durchaus Gründe haben, warum sie Teilzeit arbeiten. Aber trotzdem ist hier ein Potenzial, das man durch gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung möglicherweise auch ein Stück weit heben kann, meine Damen und Herren.
Ich will zum Schluss noch einmal deutlich machen, dass wir die sind, die hier die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertreten, weil wer einen Abschluss erreichen möchte, eine mittlere Reife, einen Hauptschulabschluss, Abitur, eine Ausbildung absolvieren will, ich habe viel zum Thema Ausbildung gesagt, der hat ein Anrecht darauf, dass sie, dass er die Stunden bekommt, die er verdient, ob als Regelunterricht, Herr Kultusminister, oder als qualifizierten Vertretungsunterricht. Natürlich sollen alle außerordentlichen Angebote stattfinden, aber man kann schon auch Schule so organisieren, dass Unterricht ordentlich und qualifiziert vertreten wird. Und dazu haben wir das auch in dem Antrag deutlich gesagt. Deswegen wünschen wir uns echte Daten, damit wir auch berechnen können, wie wir wirkliche Vertretungsreserven, die an Schulen angebunden sind, auch wirklich schaffen können. Das können wir aber nur, wenn Sie auch Ihrem Auftrag gerecht werden und uns dann ein bisschen mit Daten assistieren, meine Damen und Herren. Darauf freuen wir uns, dass Sie hoffentlich da jetzt künftig einlenken, erst einmal die Zahlen der Landesschülervertretung sich anschauen werden, dann möglicherweise den anderen Bundesländern folgen werden und endlich einmal qualifizierte Daten zum Unterrichtsausfall vorlegen werden, meine Damen und Herren. Darauf baue ich, und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Das Präsidium hat die Verdunklung nicht angeordnet. Wir werden das in Kürze wieder etwas erleuchten hier vorne. Und als Nächstes spricht Kollege Boddenberg für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Geht doch, ja. Herr Degen, das macht den Unterschied aus. Aber ich wollte ernsthaft beginnen und zunächst einmal sagen, eigentlich, Herr Degen, schätze ich Sie, und das meine ich jetzt gar nicht als Floskel, sondern ich schätze Sie als kompetenten Debattenredner, weil Sie angesichts Ihrer Vita und Ihrer Ausbildung, darf man das, glaube ich, sagen, sicherlich sehr viel Expertise in bildungspolitischen Fragen haben. Ihre heutige Rede war jedoch ein wenig durchschaubar. Ich lasse jetzt einmal den kleinen Ausreißer weg, dass Sie vom Landesgroßvater sprechen, aber das sei geschenkt. Das lässt so ein bisschen ahnen, welche Wahlkampfstrategie Sie in der SPD besprochen haben. Ich will sagen, dass es schon alleine einen Satz, den ich von früheren Landesvorsitzenden der CDU kenne, heute Bestätigung findet, nämlich, darf ich es einmal salopp formulieren, ich hoffe, die Präsidentin ist einverstanden, keiner hat ein Recht auf eine doofe Opposition, hat Roland Koch einmal gesagt. Und ich teile das ausdrücklich, soll heißen, es gibt das legitime Recht von Opposition, Kritik zu üben. Und es gibt auch das legitime Recht von Opposition, Herr Schäfer-Gümbel, einen Antrag zu stellen, indem man alleine dadurch, dass man den Terminus Unterrichtsausfall in den Antrag bringt, erreicht, dass morgen in der Zeitung steht, Landtag diskutiert über Unterrichtsausfall. Das ist ja das eigentliche Ziel. Das ist das eigentliche Ziel. Und ich wiederhole, Herr Schäfer-Gümbel, dass das Ziel doch legitim ist. Die Frage ist nur, was ist denn das, was die Menschen, darf ich das mal so sagen, draußen bewegt, wenn wir über Schulpolitik reden? Und da kann ich jetzt einmal aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten 4,5 Jahre sagen, und ich könnte auch vielleicht sogar einen länger zurückliegenden Zeitraum ansprechen und will damit ausdrücklich sagen, dass seitdem wir, die CDU in diesem Land, Regierungsverantwortung tragen, mit der FDP, mal auch alleine mit jetzt den GRÜNEN, wie ich finde, sehr erfolgreich in dieser Legislaturperiode, es ein völlig unstreitiges gemeinsames Ziel war, dafür zu sorgen, dass zunächst einmal Unterricht selbstverständlich stattfindet, aber dass wir auch den vielen anderen Anforderungen, die Schule heute an uns, an die Politik stellt, gerecht werden. Und wenn wir, und darüber ärgern Sie sich immer, aber ich will es trotzdem noch einmal tun, über die Frage, was war eigentlich 99 und was ist heute reden, können wir über die Zahlen reden. Das ist eine Baustelle. Aber was wir, glaube ich, vor allen Dingen beachten müssen in der Entwicklung, mal losgelöst davon, wer denn wann regiert hat, ist, dass sich Schule dramatisch verändert hat in den Anforderungen, die unsere Gesellschaft heute an Schule stellt. Und deswegen sind Zahlen, die hier eben genannt worden sind, ja nicht einfach nur ein Teil der Debattenauseinandersetzung, sondern sie hinterlegen, dass die CDU-geführte Landesregierung und auch die von CDU und GRÜNEN getragene Landesregierung in dieser Legislaturperiode sehr, sehr klare Prioritäten setzt.
Und es ist ja richtig, dass Matthias Wagner und auch Armin Schwarz, ich habe ihn gar nicht anders verstanden, darüber reden, dass wir ein allgemeines Problem in Deutschland haben, nämlich dass wir eine Veränderung haben bei den nackten Zahlen der Schülerinnen und Schüler in diesem Land, die jedenfalls in den letzten 5-6 Jahren anders verlaufen sind, als dass wir sie ursprünglich geplant haben. Und wenn man dann hin und wieder vor dem Fernseher sitzt und in Talkshows zuhört, könnte man ja sagen, die Politiker und die Kultusminister, egal welcher Couleur, sind alle doof. Ich sage, ich kenne keinen, der belegbar erklären kann, dass er vor 5 Jahren diese Entwicklung vorausgesehen hat, auch nicht, wenn er abends in Talkshows heute etwas anderes behauptet. Also dieses Problem ist von Matthias Wagner vor allen Dingen, wie ich finde, völlig zu Recht beschrieben worden. Aber wenn wir über Schulpolitik reden, müssen wir doch auch darüber reden, welche anderen und zusätzlichen Anforderungen sind es denn geworden. Und das ist wiederum Ausdruck der Zahlen, die auch Armin Schwarz Ihnen heute vorgetragen hat. Nämlich, wir haben heute Personal an den Schulen, die es 1999 noch gar nicht gab, weil es die Aufgabe so nicht gegeben hat. Und die Tatsache, dass wir neben der reinen Unterrichtsversorgung, das unterscheidet uns halt von dem, was wir 1999 hatten, gesagt haben, wir definieren und kennen die Unterrichtsversorgungsbedarfe und setzen da erst einmal 4 bzw. 5% drauf, ist, glaube ich, völlig unstreitig eine sehr richtige, glasklare Prioritätensetzung. Erstens. Zweitens. Dass wir neben den Aufgaben, die es auch damals schon unter SPD-Kultusministern gab, beispielsweise, dass man Personal für Ganztagsangebote zur Verfügung gestellt hat, dass man das heute nicht nur auch hat, sondern deutlich in den Zahlen sich verändert hat, verzwei- und verdreifacht hat, kann man doch heute einmal sagen, das ist dem Umstand getragen, dass es höhere Bedarfe dort gibt. Aber dass wir heute anders als 1999 sozialpädagogische Fachkräfte in Hunderterscharen an die Schulen schicken, dass wir heute einen Sozialindex eingeführt haben mit 800 Stellen, um die Unwuchten, wenn ich das so nennen darf, in unserer Gesellschaft aufzufangen, unter der manche Kinder halt mehr zu leiden haben als andere Kinder und die wir besonders fördern und betreuen wollen, dann finde ich, gehört das doch alles zu dieser Debatte dazu. Und letzter Punkt. Es ist doch vom Kultusminister eben sehr, sehr deutlich gesagt worden, natürlich wird ein Lehrer krank. Und die 126%, die wir eben angesprochen haben, würden ja auch nicht reichen, wenn wir das wollen, was Sie eigentlich vorschlagen, nämlich wenn man verhindern will, dass ein qualifizierter Lehrer jede mögliche Unterrichtsstunde, die aus Krankheitsgründen ausfällt, ersetzt, dann müsste man ja anstatt der 53.000 oder der 38.000 für den Grundunterrichtsversorgung doppelt so viele in die Schulen schicken, damit jeweils eine Ersatzkraft im Lehrerzimmer darauf wartet, dass ein Kollege kam. Das ist doch albern. Und wirklich letzter Satz, Frau Präsidentin, wenn wir uns darauf verständigen, dass das, was zusätzlich auf Schulen zugekommen ist und was die besten und sinnvollsten Maßnahmen sind, um dem zu begegnen, wenn wir uns darauf in der Debatte verständigen könnten in den nächsten Monaten, wäre es sicherlich allen dienlich, am Ende auch dem Wähler, um zu entscheiden, wem er denn am 28. Oktober seine Stimme gibt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist ja gut, dass bei dieser Debatte so viele Schülerinnen und Schüler auf der Tribüne anwesend sind. Es ist auch Mitglied der Landesschülervertretung da. Fabian Pflume habe ich gesehen. Die Vorsitzende der GEW, Maike Wiedwald, ist hier. Also, ich freue mich, dass so viele Menschen in diesem Raum sind, die die Ausführungen des Kultusministeriums mal direkt mit ihrem Alltag abgleichen können und damit auch direkt auf den Wahrheitsgehalt überprüfen können, Herr Kultusminister. Weil Sie stellen sich hier hin und sagen, in der Regel fällt kein Unterricht aus. Den Unterrichtsausfall zu erheben, sei allerdings ein zu großer Aufwand. Wie man, ohne den Unterrichtsausfall zu erheben, zu der Aussage kommt, dass es keinen gäbe, Herr Minister, das bleibt Ihr Geheimnis. Und wenn Sie ihn erheben würden, dann hätten wir ja endlich einmal Zahlen und Fakten und Daten, über die wir uns hier auseinandersetzen könnten. Aber, Herr Minister, für Sie gilt, was wir von der Hessen-CDU kennen. Offenheit und Transparenz, das sind und bleiben die natürlichen Feinde der hessischen CDU. Und deswegen erheben Sie solche Zahlen erst gar nicht. Und vollends lächerlich ist es ja Ihr Versuch, die Verantwortung abzuschieben. Herr Minister,
in Hessen regiert die CDU seit fast 20 Jahren. Kollege Pentz, ich bitte Sie ausdrücklich, eine solche Wortwahl zu vermeiden. Ich habe es nicht gehört, aber es ist vielleicht auch ganz gut so. Der Versuch, die Verantwortung abzuschieben. In Hessen regiert die CDU seit fast 20 Jahren. Es gibt an hessischen Schulen keinen einzigen Schüler, der noch unter einem SPD-Kultusminister zur Schule gegangen ist. So zu tun, als hätten Sie damit nichts zu tun und die Grundlagen hätten andere gelegt, das ist doch völlig verkehrt. Und das ist auch der Unterschied zu Thüringen im Übrigen, Herr Wagner. Da regiert DIE LINKE, übrigens gemeinsam mit den GRÜNEN, seit gerade einmal 3,5 Jahren. Das ist ein kleiner Unterschied, als wenn man 20 Jahre dieses Land regiert und dann Lehrermangel da ist und man sich hier hinstellt und so tut, als hätte man mit dem alle nichts zu tun. Das ist doch einfach ein Abschieben von Verantwortung. Und dann tut der Minister so, ja, es gibt Unterrichtsausfall, aber das ist auf die vielen Exkursionen und Ausflüge zurückzuführen. Als seien die Schulen, das sind doch keine Reisebüros. Also ist doch eher andersrum. Es ist doch eher andersrum, Herr Minister. Viele Wandertage, Ausflüge, die können doch nicht stattfinden, weil es einen Lehrermangel gibt. Kollegin Wissler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwarz? Nein, ich habe keine Zeit. Deswegen, er kann sich ja noch einmal zu Wort melden. Aber ich glaube nicht, dass ich den Kollegen Schwarz mit meiner Antwort überzeugen kann. Also so rum ist es doch, dass wir den Lehrermangel haben. So, und jetzt hat die Landesschülervertretung die Vertretungspläne ausgewertet. Und ich will noch einmal deutlich machen, Herr Schwarz, ich finde, die Art und Weise, wie Sie hier die Landesschülervertretung angegangen sind und ihnen parteipolitische Motive unterstellt haben, das geht überhaupt nicht. Nehmen Sie die Landesschülervertretung ernst und wischen Sie das nicht so weg. Die Landesschülervertretung hat Vertretungspläne ausgewertet, dankenswerterweise. Und das ist ja schon fast putzig, Herr Minister. Das ist ja schon fast putzig, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Vertretungspläne, das würde ja schon dem Namen nach heißen, dass der Unterricht nicht ausfällt, sondern vertreten wird, weil sonst hieße der Vertretungsplan ja gar nicht Vertretungsplan. Also, ich erinnere mich noch an die Vertretungspläne aus meiner Schulzeit. Da gab es, da stand dann die Unterrichtsstunde, und dann gab es dann eine Spalte, in der stand Vertreten von oder fällt aus. Nur weil die Vertretungspläne Vertretungspläne heißen, heißt es doch nicht, dass kein Unterricht ausfällt. Und das heißt schon gar nicht, dass er qualifiziert vertreten wird, Herr Minister. Und deswegen ist es doch einfach Hanebüchen, was Sie hier erzählen. 104% Lehrerversorgung auf dem Papier reichen nicht. Wir brauchen 110%, um das abzudecken. Und weil Herr Wagner die Debatte noch einmal aufgemacht hat mit der Frage der demografischen Rendite. Natürlich war es doch immer klar, dass selbst wenn die Schülerzahlen zurückgehen würden, sie das niemals gleichmäßig in Stadt und Land machen würden. Und deshalb völlig klar war, dass es in den Städten einen höheren Bedarf gibt. Und dass Sie noch vor 3 Jahren von der demografischen Rendite erzählt haben und man auf einmal feststellt, dass es im Jahr 2023 80.000 Schülerinnen und Schüler mehr geben wird, als das Kultusministerium gerechnet hat, das würde ich mal sagen, das ist schon eine planerische Fehlleistung, meine Damen und Herren. Und ein Letztes. Fast 6.000 Menschen in hessischen Schulen haben weder Lehramt noch Lehrbefähigung. Und, Herr Wagner, Sie sagen dann, das wäre eine Diskreditierung, darauf hinzuweisen. Das ist doch keine Diskreditierung. Es ist eine Diskreditierung des Lehrerberufs, so zu tun, als bräuchte man keine Ausbildung, um die Schülerinnen und Schüler zu beschulen. Und deshalb, Herr Wagner, wenn ich Ihnen sage, dass Sie als Politologe keine Herzkatheter setzen können, dann ist das doch keine Diskreditierung, sondern dann ist es eine Tatsache, weil Sie es nicht gelernt haben. Kollegin Wissler, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wir brauchen qualifizierte Kräfte an den Schulen und keine Entwertung des Lehrerberufs. Und deshalb nehmen Sie die Probleme an den Schulen ernst und tun Sie doch nicht so in dieser Debatte, als hätte der Unterrichtsausfall, als sei das eine Erfindung der Opposition. Das geht doch völlig an der Realität vorbei. Vielen Dank. Ja, darf er nicht. Nee. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Es gibt in dieser Runde keine Kurzintervention mehr, da wir 5-Minuten-Beiträge hatten in der zweiten Runde. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Und damit ist die Debatte um Tagesordnungspunkt 71 und 73 beendet. Die
Drucksachen 9291 aus 19 und 9295 aus 19 werden in den KPA überwiesen.